kondensiert das, was wir die letzten zwei Monate gemacht haben, also das Kniestreifen. Ja, und dann schauen wir, wie viel Zeit noch ist. Was soll so eine Art, nein, Abschluss ist das nie, ja? Aber so, weil das ist dann das Video, was am längsten mit dem Kniestreifen noch anwesend ist zum Nachschauen. Dann ist wenigstens alles gesammelt vom Kniestreifen vorhanden, so dass man nachher noch mal nachgucken kann. Okay. Am besten die Schnappschüsse. Also das Gehen alleine machen wir jetzt nicht so ausführlich, aber erinnert euch an diesen Abschnitt mit der Gehmeditation, dass man wirklich sagt, ich bin in meinem Standbein angekommen, also wirklich frei, das übliche untere Becken nach vorne, leicht eingefedert, also das Eigengewicht aufgeteilt zwischen Muskel, Knorpel, Sehnen, dass man das merkt, dass man so entspannt und angenehm wie möglich in diesem Standbein ist und sich wirklich dann bewusst macht, mein anderes Bein ist auf den vorderen Ballen, auf den Mini-Zehenballen sogar, Hacken ist gehoben, fast kein Gewicht drin, nur dass ich mein Gleichgewicht halten kann, wenn ich das brauche. Und es fühlt sich angenehm an. Ich kann kurz nach unten gucken, also der Fußballen und die Zehen, also die vordere Teil des Fußes ist in der Höhe vom Fußdach des Standbeinfußes. Ein bisschen Abstand, nicht zu viel. Dass man sich wohlfühlt da drin und dann wirklich ganz langsam sich sagt, ich bin mir bewusst, dass ich jetzt meinen freien Fuß leicht hebe. Ich bin mir bewusst, dass ich meinen freien Fuß nach vorne bewege. Ich bin mir bewusst, dass ich meine Fußsohle langsam ablege und so weiter. Ihr kennt dieses elende, wahnsinnig viel Gequatsche. Es macht man bei der Gehmeditation nicht mit der verbalen Geschichte, aber die Aufmerksamkeit ist da. Also dass man wirklich diese Mini-Zwischenschritte macht. Also das geht mir darum, dass man diese feine Auflösung in der Bewegung kultiviert. Qigong. Also Gong ist Praxis, ist Kultivierung von Qi. Was Qi auch immer ist. Also Entspannung geht schon, ne, die ersten 10 Jahre Entspannung gehen in die Richtung, dass man Qi wahrnehmen kann. Und zwar erstmal westlich erklärt, bitte. So abstruse Geschichten kommen dann so nach 20 Jahren, da können wir dann darüber reden. Am Anfang mache ich das leider mehr westlich erklärt, weil sonst verstellt es einem den Blick auch. Wenn man einem Ding einen Namen gibt, dann kann man es nicht mehr richtig erkennen. Das ist keine Esoterik, das ist so. Also, das Kniestreifen gehen in den Schnappschüssen. Nehmt es wirklich als Yoga-Asanas, diese Schnappschüsse, und nehmt auch den Daumen zum Solarplexus. In der Form nachher ist der eingefahren, aber am Anfang ist es wirklich gut, weil man sich dann keine Gedanken mehr über diese Hand machen muss. Steht die richtig und so? Nee, der Abstand ist okay durch den ausgefahrenen Daumen und ich weiß auch, wo die Hand ist. Also ich muss das nicht mehr angucken, ich weiß, wo sie ist. Und später kann man es einfahren, jetzt nicht. Wichtiger ist, fühle ich mich angenehm, kann ich den imaginären Horizont wahrnehmen, kann ich frei atmen, bin ich aber trotzdem mit der Aufmerksamkeit mehr in den Füßen und im Unterbauch. Also bin ich aus meiner Tagesplanung und ich muss noch das und das machen, also hier oben langsam mit der Aufmerksamkeit hier unten. Schultern locker, also so schlaff wie es geht. Kampfkunstleute flippen jetzt aus. Ist wirklich, wir machen Entspannung. Die erste Dekade ist Entspannung. Ja. Dann die Hand zum Ohr, währenddessen der freie Schritt. Ja. Ist noch nichts drin, kein Gewicht, aber liegt auf der Fuß. Richtet euch auch da ein. Das ist ziemlich belastend für das Bein, deswegen achtet auf euer Knie.
Versucht es so entspannt wie möglich zu machen. Nehmt auch ruhig die taktile Empfindung am Ohr. In der Form nachher kommt die nicht zum Ohr, aber jetzt habt ihr so viel Hilfsmittel, wie es geht. Dann einmal mit der Hüftdrehung nach vorne. Und am besten ins vordere Bein sinken. Ja? Also nicht nach vorne fallen, sondern wirklich ausatmend sinken. Da müsste ich eigentlich mit den Kampfkunstleuten dann auch wieder übereinstimmen, weil der Impuls, der hier vorne ankommt, kommt nicht durch Anstrengung. Der kommt nur durch die Aufbauen der Muskeln hierher, Hüftdrehung, und irgendwann ist der Impuls hier vorne und hat enorm viel Kraft, ohne dass man noch sieht. Also die fallen auch nicht nach vorne, sondern die drehen nur und kommen da an. Bloß wir wollen den Impuls nach vorne gar nicht. Also wir können noch schlaffer sein. Noch mehr entspannen. Dann ruhig den Daumen am Hüftknochen. Das ist schon ein bisschen seitlich. Das ist schon so ein Stützen. Fläche ist horizontal zur Erde. Und dann wieder zurückgewichten mit der Hüfte, wieder zurück ins hintere Standbein. Ein bisschen so wie ist eigentlich sowas. Ihr könnt euch das erst wie ein Ball, Tai Chi Ball merken. Jetzt habt ihr Gewicht in dem hinteren Standbein und könnt das andere leicht öffnen, vorbereiten der Gehrichtung, und dann andere Seite. Solarplexus. Wichtiger ist, dass ihr das wirklich mit diesem Entspannen und Wohlfühlen verbindet. Im nächsten Schritt ist dann wie aus dieser Gehmeditation quasi die gesamten Zwischenschritte, ganze Mikrobewegungen wahrzunehmen, wirklich langsam zu bewegen, Körper dabei fühlen, öffnen und drehen. Und das kann ich euch nur empfehlen, langsam als Endlosschleife zu machen. Und wie eine spielerische Interessiertheit für das, wie sich das anfühlt, immer wieder aufrechtzuerhalten. Okay, ich bin jetzt gleich aus dem Bild. Aber ihr seht, worum es geht. Also ich kann euch nur empfehlen, diesen Loop, diese Schleife 10 Minuten zu machen. Also so über diesen Punkt, wenn man merkt, es wird mir langweilig. Weil Langeweile ist, das könnt ihr erst später in der Meditationspraxis rausfinden, Langeweile ist eins der 5 Hindernisse. Und da lernt man enorm viel. Also ihr müsst euch da nicht zwingen, andauernd langweiligen Kram zu machen. Das ist Unsinn. Aber zumindest, wenn ihr darüber Bescheid wisst, das ist eigentlich ein Hindernis. Also ihr wolltet ja Tai Chi machen. Und ihr merkt dann nach 5 Minuten oder sowas, werdet ihr unruhig und deutet das als Langeweile. Das ist auch interessant, drauf zu gucken. Ne? Weil die Hintergründe bei sich festzustellen und so, das öffnet den Rahmen von ich muss mich so und so bewegen zu wow, ich lerne was über mich selber, und das ist das, wo wir hinwollen. Ich denke mal, dass die ursprüngliche Kampfkunst auch so war. Weil ich gebe niemandem eine Waffe in die Hand, also Kampfkunst, der über seine eigenen mentalen Konstrukte nicht aufgeklärt ist und bei jedem Kleinigkeit schon ausflippt und aggressiv wird, dem gebe ich keine Waffe. Das heißt, ich müsste als Kampfkunstmeister auch meine Schüler lehren, was bei ihnen im Kopf los ist, dass die ruhig sind und ihre Kampfkunst nur einsetzen, wenn es nicht anders geht und für Gutes. Fände ich gut, aber so ist die Welt nicht. Egal.
Wir machen ja auch keine Kampfkunst. Wir sind die Schlaffen, die Peace-Leute. Wir wollen einfach, dass unser Leben nett wird. Und wenn ich mich mit Kampf beschäftige, mein Leben wird dadurch nicht geruhsamer. Das war, glaube ich, für den Stream schon alles an stehender und gehender Bewegung. Ja, wir machen noch 3 Minuten Atemübung. Entspanntes gar nichts machen. Ja, einfach hinsetzen. Also im Yoga gibt es ja Pranayama auch. Habe ich auch gelernt und so sind manche Sachen, wie zum Beispiel dieses durch die Lippen ausatmen, benutze ich sehr oft. Und der Flaschenatem, den haben wir schon erklärt, also von unten Bauchatmung füllen, Brust füllen nach oben, kurze Pause, von oben, Mitte, unten wieder ausatmen. Aber nicht forciert. Also das ist, glaube ich, der große Unterschied von diesem Daoisten-Ansatz, ist sehr sanft, das natürlich entstehen zu lassen. Erstmal wirklich sehr lange einfach nur darauf zu atmen, darauf zu achten, wie atme ich überhaupt. Weil ich setze quasi die Intention, darauf zu achten, das reicht. Ich muss nicht unbedingt jetzt rumspielen kann man. Ne? Also ein bisschen Bauch atmen, dann merke ich schon, dass der Gürtel zu eng ist, um das wirklich zu machen. Aber gerade am Anfang, wenn das noch nicht so richtig klappt mit der Bauchatmung, dann kommt nicht in diese westliche Geschichte, ich muss jetzt was erreichen. Das verhärtet die Sache. Ne? Eher locker, spielerisch, interessiert, fühlen. Ne? Und nach allem, was ich bis jetzt rausgefunden habe, ist diese Intention setzen und locker dabei bleiben, ist für alles, was man lernen will, viel effektiver. Also man hat schon einen Plan, wo es hingehen soll und so, aber man macht das easy. Und es geht komischerweise wirklich 10 bis 100 Mal schneller, dass man dann wirklich was lernt. Und hat auch noch Spaß dabei. Das hätte man mir in der Schule beibringen sollen, weil es klappt auch. Also drumherum wahrnehmen. Wie könnte sich das anfühlen, wenn ich so einen Flaschenatem mache und darauf zu achten, ob sich das dann von selber schon einstellt? Weil Atmen ist es eine unterbewusste Bewegungsablauf und es ist gut, auf der Ebene da dran zu gehen. Also so kann man dann diesen, was wir alle meistens haben, diesen flachen Atem, der nur oben stattfindet, ganz langsam auf vollständigen Atem umerziehen, umtrainieren, umkultivieren. Und was man relativ früh merken kann, ist, dass man frischer im Geist wird, ne? Weil man grundsätzlich mehr Sauerstoff einatmet, weil dieses Pattern, dieses Muster des vollständigen Atems trägt. Ne? Ganz sanft, langsam, aber es geht einem nicht verloren. Das ruhig noch eine halbe Minute.
danke fürs Mitmachen. Lasst es euch gut gehen. Entwickelt euer inneres Lächeln. Ein schönes Wochenende. Oder bis gleich.